So, hallo, willkommen und zurück hier in unserer kleinen Stadt. Der Winter ist ja noch im Gange, aber fast vorbei. Man sieht schon, der Schnee taut so langsam ab. Ich lasse auch mal weiterlaufen, dann sieht man, wie der Schnee auch schon weiter zurückgeht. Wir sind hier auf dem Weg weiterhin Richtung Meilenstein Nummer 9 und unsere Stadt wächst und gedeiht schön weiter. Genau. Wir haben nur drei Entwicklungspunkte, das heißt, es ist jetzt auch jetzt nicht viel an neue Themen, die wir hinzuschalten können, um Richtung Expansion oder beziehungsweise um uns mit größeren Gebäuden der nächsten Stufe zu nähern. Demzufolge heißt es jetzt hier ein bisschen die Zeit zu beschleunigen, um XP zum einen durch unser Wachstum zu bekommen und halt auch ein bisschen weiterzubauen, um die Bauerfahrungspunkte gut geschrieben zu bekommen. Thank you.
So, nach doch recht langer Zeit jetzt endlich den Meilenstein 9 erreicht. Das gibt jetzt gut Geld, das brauchen wir auch sicherlich, um voranzukommen. Jetzt diese größeren Gebäude doch mittlerweile recht teuer geworden sind. Also das Krankenhaus hat eine gute Lücke in unser Budget geschlagen. Mal gucken, was es jetzt an weiteren Themen gibt. Genau, die Gewerbegebiete jetzt mit der hohen Dichte sind hinzugekommen. Die passen auch, denke ich mal, ganz gut ins Stadtbild. Vielleicht das eine oder andere, was wir jetzt ersetzen von der niedrigen Dichte zu der etwas höheren. Da die Gebäude auch etwas größer sind, passen die vielleicht auch besser in den Übergang rein. Und ansonsten 12 Fortschrittspunkte. Da können wir sicherlich auch das ein oder andere noch mit freischalten. Und die nächste Stufe, genau, dann kommen die Büros, kommen noch mal so ein paar Highlights, um die Skyline etwas anzupassen. Aber bis zur nächsten Stufe sind es dann auch wieder einige Erfahrungspunkte, 24.000, also die Schritte werden immer größer und größer. Daher jetzt auch diese etwas beschleunigte, kurzgefasste Version, da jetzt hier nur ein bisschen hin und her gebaut wurde, aber jetzt keine großen Veränderungen gemacht wurden, kleine Erweiterung der Stadt, ich zoome raus. Der Stadtkern hat sich so langsam immer weiter an der Hauptachse hier weiterentwickelt. Dadurch, dass jetzt hier der Hügel kommt, wird jetzt wahrscheinlich hier so eine leichte Kurve reinkommen und sich dann hier so langsam in den niedrigen Bereich abschließen. Hier sind ja dieser kleine Vorort, vielleicht kommen wir auch hier noch ein Vorort mit etwas niedriger Dichte vor, mal schauen. Und dann denke ich mal, wird sich das so ein bisschen um diesen Hauptstadtkern so ein bisschen drumherum entwickeln. So ein paar kleinere Orte vielleicht auch hier in die hügelige Landschaft rein. Genau, mal gucken, um den Hafen herum vielleicht noch ein bisschen ausbauen und dann schaue ich mal, wie das Industriegebiet noch weiter wachsen kann. Es ist ja auch recht hügelig, aber unsere Nachfrage nach Industrie ist weiterhin recht hoch, sodass alles in allem die Stadt in dieser Form, denke ich mal, ganz gut gewachsen ist mittlerweile und auch noch weiter wachsen kann. Unter dem Vorbehalt natürlich, dass hier die Landschaft relativ hügelig ist, da muss man immer schauen, wo es sinnvoll erscheint, da wirklich mal größer zu werden und auch deutlich zu wachsen oder eher, ja, wie hier mit Grünflächen, nicht Grünflächen, mit Industriespezialisierung, also Felder oder auch Wälder, Forstwirtschaft und ähnliches, um die Flächen irgendwo sinnvoll zu nutzen, die am Hang liegen auch. Okay, also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ich freue mich über Kommentare und in dem Sinne, macht's gut und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.